seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, da rein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, den verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäer Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste er alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Sie zurück und fielen zu Boden. Da fragt ihr sie aber mal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesus, Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Das Wort erfüllt würde, welches ihr sagte: Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab, und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Strecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Jesus und bunden ihn und
führten ihn aufs Erste zu Hannas. Er war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk. Nicht suchend, niemand wird mein Heil.
aber folgete Jesu nach und ein anderer Jünger. War im hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stand draußen für die Tür. Da ging der andere Jünger, der im hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Die Magd, die Türhüterin zu Petrus. Bist du nicht dieses Menschen Jünger? Er sprach, ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht.
denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesus um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für die Welt. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab die Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Und ging hinaus und war.
wo soll ich mich erkriegen? Führten sie Jesum von Kaifa vor das Richthaus, und es war früh, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf das sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach:
Was bringet ihr für Klage wieder diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm. Seht diesen
noch ein König? Jesus antwortete, du sagst's, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Jüden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch eine Nuss gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den Jüden König losgebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen, nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen, sondern Vater.
in allen Stücken dem Himmel gleiche, den Himmel gleiche gibt. Dem Himmel gleiche, den Himmel gleiche geht. Erwäge, wie sein Blut gefärbte Rücken in allen Stücken, in allen Stücken. Kennt den Himmel gleich, den Himmel gleich geht. Erwäge, wie sein Blut gefärbte Rücken.
Blicken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, den Himmel gleiche gibt. Die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Thank you.
hinein in das Richthaus und spricht zu Jesu. Von wannen bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von dem man trachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Oh,
sehr gekreuziget würde. Sie nahmen aber Jesu und führten ihn hin, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißet Schädelstätt, welche heißet auf Hebräisch Golgatha.
schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz, und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Jüdenkönig. Diese Überschrift lasen viel Jüden, denn die Städte waren nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato: Dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben angewürket durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Lasset uns den nicht zerfassen, lasst ihn nicht zerfassen, Schwester Maria Kleophas war.
und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hat, spricht er zu seiner Mutter: Spricht zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und legten ihn um einen Esel hin und hielten es ihm da zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht.
Das Haupt und verschied. Vor Schmerzen zwar nichts sagen, auch
Thank you.
dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über. Denn desselbigen Sabbatstag war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite mit einem Speer, und alsobald ging Blut und Wasser raus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr, und derselbige weiß, dass er die Wahrheit saget, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Und abermal spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, dass er möchte abnehmen den Leichnam Jesu. Und Pilatus erlaubete es, derowegen kam er und nahm den Leichnam Jesu herab. Kam aber auch Nikodemus, der vormals bei der Nacht zu Jesu kommen war, und brachte Myrrhen und Aloe untereinander bei 100 Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie die Juden pflegen zu begraben. Es war aber an der Stätte, da er gekreuziget ward, ein Garten, und im Garten ein Neugrab, in welches niemand je geleget war. Selbst hinlegten sie Jesu, um des Rüsttags willen der Jünger.